Volksmusik verbindet, das hat der musikalische Abend der Freien Wähler im Bayerischen Landtag gezeigt. Die niederbayerische Künstlerin Monika Drasch machte es vor und alle Gäste stimmten mit ein. Doch Volksmusik ist mehr als nur Jodeln, denn schnell wurde klar, die eine Volksmusik gibt es gar nicht. Viel zu breit ist das Spektrum. Traditionelle, geistliche oder politisch motivierte Volksmusik. Für den Oberammergauer Abgeordneten Florian Streibel eine besonders wichtige und reizvolle Variante. Die Volksmusik hat auch die Aufgabe, immer wieder auch den politischen Machthabern auch immer auch einen Spiegel vorzuhalten und ist auch, sagen wir, ein Ventil für die Bevölkerung, hier auch mal Dampf ablassen zu können. Und auf diesen Dampf sollten die Oberen auch immer wieder hören, weil sie dann sehen, was eigentlich so in der Volksseele los ist. Und deswegen ist die Volksmusik auch ganz wichtig, dass sie dadurch auch politisch letztlich auch Einfluss nehmen kann und auch politisch vielleicht was bewegen kann. Politisch umstritten ist auch die Entscheidung des Bayerischen Rundfunks, Volks- und Blasmusik aus dem Programm von Bayern 1 zu nehmen. Für Professor Dr. Michael Piazzolo, Vorsitzender des Landtagsausschusses für Wissenschaft und Kunst, hat die Verlagerung vom frei empfangbaren Radio in Spartenkanäle negative Folgen für die Volksmusik. Ich denke mindestens zweierlei. Das erste ist, dass für sehr, sehr viele, die über Jahrzehnte immer an gewohnten Platz in Bayern 1 Volksmusik und Blasmusik gehört haben, dass da natürlich etwas wegfällt, was ihnen sehr am Herzen lag. Das ist sehr, sehr schade. Der positive Aspekt ist vielleicht, dass mit BR Heimat ein Sender neu ist im digitalen Bereich, der sich jetzt nur auf Volksmusik und Blasmusik konzentriert, und da kriegt man noch etwas mehr. Aber im Moment überwiegen für mich die negativen Momente. Doch nicht nur die Präsenz der Volksmusik in Funk und Fernsehen sei wichtig. Um der Bedeutung der Volksmusik gerecht zu werden, müsse sich die Wissenschaft besser mit dem bayerischen Kulturgut auseinandersetzen. Monika Drasch richtete sich mit einem klaren Appell an die Politik. Was mir ein bisschen auffällt, oder was heißt auffällt, das ist ja schon lang so, ist, dass in Bayern nicht wirklich eine gute oder also eine Forschungs- und Wissenschaftsstelle gibt für die Volksmusik. Das ist eigentlich total schade. Also weder an der Musikhochschule gibt es echt die Stelle, an der LMU bei den Musikwissenschaftlern glaube ich auch nicht. Also die Volkskundestellen werden ja eher abgebaut, und das ist wahnsinnig schade und total unverständlich, weil diese traditionelle Musik in Bayern ja so einen Stellenwert hat und so eine Bedeutung hat und so einen Reichtum darstellt. Also da sind sie in Österreich viel weit und immer schon aktiver gewesen. Volksmusik ist nicht Folklore, sondern gelebtes Brauchtum und Teil der lebendigen kulturellen Identität Bayerns. Volks- und Blasmusiker leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Heimat- und Brauchtumspflege. Deswegen wollen die Freien Wähler auch in Zukunft die musikalische Vielfalt in Bayern stärken.